sich selbst zu organisieren? Das ist eine interessante Frage. Wie organisiere ich mich denn idealerweise selber? Und speziell im Vertrieb ist das natürlich eine der interessantesten, vielleicht sogar spannendsten Fragen, denn es gibt so ein kleines Gerücht, du musst wissen, ob das stimmt, Vertriebler sind Chaoten. Und Chaoten und Organisation, das sind schon zwei grundverschiedene Sachen, aber Organisation ist ganz wichtig. Und wie wichtig das ist und wie es vor allem funktioniert, das schauen wir uns heute zusammen an. Organisation. Mit Organisation meine ich aber jetzt nicht dein Haushalt oder dein Wohnzimmer oder dein Arbeitsraum, sondern was ich damit meine ist, wie kann man sich die Woche so organisieren, dass du ausreichend Kundentermine hast, wenn du zum Beispiel Verkäufer bist. Denn als Verkäufer und wenn du nach Ergebnissen bezahlt wirst, dann ist es ja ganz entscheidend, dass du in deine Woche die Terminanzahl hineinpackst, die du brauchst. Also angenommen, du musst einen gewissen Umsatz erzielen oder möchtest eine gewisse Provision verdienen, dann ist die spannende Frage, wie viele Kundentermine musst du machen, um dieses Ergebnis zu schaffen. Und jetzt nehmen wir einfach irgendein Beispiel, du musst vielleicht 12 Kundentermine durchführen, um dein Wunschergebnis zu schaffen. Und dann ist die Frage, wie kriege ich das jetzt am besten unter? Und die meisten Menschen sind gewohnt, dass sie einen Kalender führen. Und ein Kalender ist das, was Menschen kennen, aus dem einzigen Grund, sie führen einen Kalender, damit sie nicht vergessen, dass sie einen Termin haben, dass die Oma Geburtstag hat, dass vielleicht ein Kinotermin ansteht mit Freunden oder vielleicht ein gemeinsames Sport-Event und das schreibst du dir ein, weil du ja deinen Tagesrhythmus möglicherweise gewohnt bist. Du weißt, dass du von vielleicht einen 9-to-5-Job hast und dann musst du den nächsten eintragen, dass du dann in die Arbeit gehst. Das merkt man sicher nach ein paar Tagen. Aber wenn du Verkäufer bist, ist das ganz anders. Du wirst jetzt für Aktivitäten bezahlt, dass du Termine hast und du musst die Termine jetzt irgendwie auch eintragen. Und was machen viele Verkäufer? Sie haben einen Kalender, vielleicht in Papier noch althergebracht oder moderner, vielleicht Outlook, Google oder ähnliches, ohne hier dafür sehr stark Werbung zu betreiben. Aber sie haben es halt elektronisch. Und ja, was machen sie dann meistens? Sie tragen sie einfach dann ein, wenn sie einen Termin haben. Und da gibt es einen kleinen Trick, der zu deutlich besseren Ergebnissen führt. Und dieser Effekt heißt Panini-Effekt. Warum Panini? Vielleicht kennst du diese Heftchen mit diesen Klebebildern, die man sammelt, und wenn du das vielleicht nur aus einer Fußballweltmeisterschaft in Erinnerung hast, dann hat Panini einen fantastischen Effekt. Stell dir vor, du hast eine Seite offen, du hast drei Sticker für die Seite und du würdest jetzt irgendwo hinkleben, dann schaut die Seite vielleicht gar nicht schlecht aus. Aber das ist nicht das Panini-Prinzip, sondern bei Panini, da gibt es vorgefertigte Felder. Da gibt es genau 15 Felder und wenn du drei Spieler reinklebst, dann weißt du, hoppla, da fehlen noch 12. Und das macht süchtig, das macht eigentlich süchtig, du möchtest die restlichen 12 auch haben. Und das ist jetzt der kleine Trick für deine Wochenplanung. Mal angehören, du planst also deine nächsten 14 Tage, das ist übrigens der richtige Zeitraum, als Verkäufer. Und du weißt, wie viele Termine du pro Woche brauchst, dann machst du vorher Folgendes. Du tragst also ein, welche Zeiten sind vergeben und dann bereitest du dir einfach Kästchen vor, Placeholder, so ähnlich wie die Panini-Felder. Und da sagst du, dort wird der Termin sein. Und wenn du vielleicht in einer Woche 12 Termine brauchst, machst du 12 Felder hinein. Die Termine gibt es noch gar nicht. Aber du überlegst schon, wo werden die sein. Und dann fängst du an, erst zu telefonieren und telefonierst so lange, bis die 12 Felder voll sind. Ist total simpel. Kein großer Aufwand, ganz easy, aber einen fantastischen Effekt. Wir haben es mit Verkäufern getestet. Und fairerweise, die mit diesen Panini Placeholder arbeiten, die haben im Durchschnitt dreimal so viele Termine, wie die ohne arbeiten. Der Effekt ist einfach simpel. Es macht süchtig, wenn du leere Felder siehst, die nämlich zu füllen. Und das wünsche ich dir. Viel Sucht, denn viel Sucht bringt viel Termine und damit deine Ergebnisse im Vertrieb. Viel Spaß dabei.